Hallo Leute, neuer Tag, neuer Spaß. Herzlich willkommen auf der Tour, der 9-Euro-Ticket-Tour. Neuer Tag, neuer Spaß, heute am Kalmont-Klettersteig. Heute werde ich ihn gehen. Alles tropft. Die ganze Kamera nass. Durch und durch. Regen. Bis zum Umfallen. Gleich ist eine Hütte da. Und die Kamera ist, glaube ich, komplett am Arsch. Das wird ein Spaß hier. Aber abbrechen geht leider nicht mehr. Und da werde ich das Ding jetzt hier durchziehen.
heute noch mit dem Wetter. Aktuell sieht es schön aus, Schutzhütte in der Kalmont-Hütte, sehr schön mit dem Kaffee und genießt hat. Der Regen prasselt runter und Herrn freut mich statt wieder, wenn er auf die Kamera tropft. Nicht. Aber aktuell ist das ein sehr schönes Geräusch. Mal Regen hier an der Mosel überall. Fühlt ihr aktuell im Sommer 2022 überall der Regen. Von daher ist es mal gut, dass es regnet. Aber wenn dann gleich die Technik wieder komplett zerstört wird und zerschossen und ja, dass man sie beerdigen kann, ist nicht so gut, weil da habe ich keine Lust mehr, noch die Kamera, die große Kamera, die einige hier beim Community-Wandertag, den wir hier an der Mosel hatten, rund um Korm, haben die einige die Kamera gesehen. Das wäre schade, wenn man die jetzt zerstört mit der Objektive drumherum. Das wäre sehr schade. Von daher warte ich noch ein bisschen ab mit dem Wetter und dann gehen wir gleich weiter bei Kalmont Klettersteig. Bessere Sicht, hier ist alles super flutschig am Laufen. Mit der Kamera muss man jetzt mal gucken, wie die Bildqualität ist, weil da sind immer vorne ein paar Tropfen drauf, aber das soll ja nicht stören jetzt. Aber das ist eine krasse Nummer, da die mal was ganz anderes. Also, hier ein guter Griff. Mal was ganz anderes. Hält doch gut, wunderbar. Mal was ganz anderes. Ah, da ist noch eine Hütte. Die haben wir schon gesehen von der anderen Seite. Mal was ganz anderes, ganz andere Sicht, ganz anderer Blick durch das Wetter. Sehr, sehr schön. Die Hütte haben wir schon gefilmt von einer Seite. Sind wir mal marschiert, Petersberg, Schnee. Videos online, könnt ihr reingucken, werde ich verlinken. Jetzt geht's mal hier weiter. Objektivwechsel ist leider jetzt auch nicht so einfach durchzuführen, weil es ja alles am Regnen und wenn man dann Objektive wechselt, überfallen die Regentropfen rein. Ist das nicht so gut, deswegen habe ich gerade mal hier die ganze Zeit eine längere Zeit, der Weitwinkel drauf, aber es stört nicht, weil man sieht schön im Hintergrund alles, wo man hier wandert. Bin heute nicht der Einzige hier, das ist gut, andere sind noch auf Tour. Trotz Wetter immer weiter. So muss das sein. Sehr schön. Krasse Sicht hier, schöne Natur, perfekte Tour am Kalmont-Klettersteig.
die Kletterpassagen, die sind hier schon eine geile Sache. Das gefällt mir sehr gut. Macht verdammt viel Spaß und der Regen hat zum Glück aufgehört. Mal sehen, ob da noch was kommt. Ich hoffe es ja nicht. Vielleicht gehe ich hier den Weg wieder zurück, aber ich will ja noch oben an den Aussichtspunkt, wo wir schon waren, aber hier in dem Video noch nicht. Von daher müsste ich ihn ja eigentlich mitholen. Aber hier die Kletterpassage, man sieht das im Hintergrund. Hier ist verdammt steil, so ist etwa die Kamera gerade. Und es geht steil, das macht verdammt viel Spaß. Kalmann Klettersteig, jetzt sind noch ein paar Kilometer. Ich glaube zwei, so wie es aussieht. 2 Kilometer bis nach Bremm. Das hier ist schon ein Ding, also wirklich verrückt hier, dieser Anstieg, Wahnsinn. Wir sind schon die härtesten der Harten gescheitert. Hier war ich mal mit der Motorradskluft hoch im Sommer. Irgendwo ist ein Video dazu online, wo ich hier mit der Motorradskluft mal hoch bin, mit Helm und allem drum und dran.
So steil geht's hier hoch, der Berg. Das ist da oben und dann geht es noch ein bisschen weiter. So sieht das Ganze von ein bisschen näher aus. Aber man kann das hier nicht so empfangen, wie man das erlebt. Aber das ist verdammt steil. Verdammt steil und geil, wie es sein soll. Gipfelkreuz und jetzt kommt das Bergheiligtum und dann kommt der Vierseenblick und dann kommt noch der Todessturz, wollte ich sagen. Vor ein paar Tagen waren wir noch mit der Community unterwegs. Ich sehe leider noch das Bändchen bei mir im Arm. Und ich muss sagen, das war eine Top-Tour, hat mir sehr gut gefallen. Mit vielen Leuten das erste Mal kennengelernt. War super, hat mir sehr gut gefallen. Eine sehr schöne Tour geht zu Ende hier am Kalmon Klettersteig. Der hat mir sehr gut gefallen. Bin komplett einmal der Rundweg marschiert, also der kann ich auf jeden Fall empfehlen. Macht sehr viel Spaß. Die Stunden weiß ich gar nicht, wie lange ich gebraucht habe. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht heute. Hat mir sehr gut gefallen. Weitere Videos hier von der ganzen Region werde ich euch in der Endcard empfehlen. Macht's gut und schöne Grüße von der Mosel.